In unserem heutigen Beitrag dankt Michael M. Ross den europäischen Politikern herzlich für ihre dümmlichen Entscheidungen zu Lasten der EU-Bürger. Stellt euch mal vor, ihr habt 100 Euro im Portemonnaie und dann werden 10 Euro werden euch davon geklaut. Da werdet ihr zu Recht empört. Oder stellt euch vor, ihr habt 10.000 Euro auf der Bank rumliegen, auf dem Konto. Irgendjemand hackt sich da rein und klaut euch 1.000 Euro. Das wäre sicherlich auch Anlass für große Empörung. Nur bei Inflation läuft es halt anders und das begreifen die meisten Menschen nicht. Die 100 Euro oder die 10.000 Euro sind immer noch da, aber sie sind eben plötzlich weniger wert und sie werden immer weiter weniger wert. Ich kann mir vorstellen, dass die Inflationsrate in der Eurozone so schnell nicht nach unten kommt, zumal ja auch der Euro extrem abgesoffen ist in der letzten Zeit. Also das ist Enteignung pur. Das haben wir der Politik auch zu verdanken und sie tut ja alles, um die Waren weiter zu verknappen und mit ihren Sanktionsmaßnahmen und so weiter. Damit werden natürlich die Preise noch weiter steigen. Sprich also, wir schädigen uns eigentlich selbst. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Es gibt A und B. A ist plötzlich mit B verfeindet. Aber B liefert A wichtige Rohstoffe, zum Beispiel damit A überhaupt überleben kann. A kriegt diese Rohstoffe von nirgendwo anders her. Wäre es dann sinnvoll, dass A sagt, okay, ich bin mit dir verfeindet, also nehme ich auch deine Rohstoffe nicht mehr und damit A selbst am Ende den Schaden hat. Genau das ist das, was im Moment in der Eurozone abläuft, in der EU abläuft. Also ein Öl- und Gasembargo wäre wirklich das Letzte, was im Moment opportun wäre und überhaupt funktionieren könnte. Jeder, der von Wirtschaft und von Industrie Ahnung hat, der weiß es und auch der BASF-Chef weiß es. Er spricht von Schädigungen, irreversiblen Schädigungen der Industrie seines Konzerns BASF. Die sind zum Beispiel, die Chemieindustrie ist sehr von Gas und Energie abhängig. Und das Problem ist eben, dass man es nicht einfach von heute auf morgen abstellen kann. Aber das begreifen die Politiker nicht. Wenn man das tut, zerstört man die Anlagen. Ja, die sind dann kaputt. Die kann man so schnell nicht wieder aufbauen, geschweige denn die Frage, wo denn das Gas herkommen soll. Die Deppen in Brüssel wollen ein Gasembargo haben und wir stellen in Deutschland fest, dass unsere Gasvorräte fast leer sind, also irgendwie bei 30%. Das ist natürlich eine tolle Voraussetzung, um ein Gasembargo durchzusetzen. Ich frage mich manchmal, was in diesen Hirnen überhaupt vorgeht. Haben die irgendwann mal nachgedacht? Oder nehmen wir das Ölembargo, das ja jetzt überall auch medial, für das medial ja so stark getrommelt wird. Wir schaden uns doch nur selbst. In Sachen Öl wissen wir gar nicht, wo was herbekommen soll. Und auch das fehlende Gas aus Russland kann nicht von heute auf morgen ersetzt werden. Let's face it. So ist das nun mal. Und wenn wir dann trotzdem so doof sind und uns das Gas selbst abschalten, also ich meine, da fällt mir jetzt eine schöne Metapher ein, aber die sage ich lieber nicht. Kommen wir mal zum Öl. Wir haben ja hier im Osten, ich bin ja in Berlin, wie ihr wisst, eine große, große Raffinerie, die Raffinerie Schwedt. Und die bezieht ihr Öl hauptsächlich aus Russland, beziehungsweise ausschließlich aus Russland. Und bei Öl ist das eine ganz komplizierte Sache. Selbst wenn man jetzt auf dieses russische Öl verzichten würde, könnte man, selbst wenn es da wäre, nicht ohne weiteres ein anderes Öl nehmen, weil die Ölsorten halt sehr unterschiedlich sind und die Raffinerien fein getuned sind auf bestimmte Ölsorten. Man kann also nicht einfach den Schalter umlegen und dann ein anderes Öl nehmen. Das geht gar nicht. Mal ganz abgesehen davon, dass das Öl eben auch nicht von heute auf morgen ersetzt werden kann. Jetzt haben sich die Deppen hingesetzt und geguckt, ja okay, wenn wir jetzt das russische Öl abschalten, wo kriegen wir das Öl denn dann her? Dann ist ihnen eingefallen, dass sie weder genügend Güterwaggons noch genügend Schiffe noch sonstige Transportmöglichkeiten hätten, selbst wenn sie das Öl von woanders bekämen. Ich sage euch aber, das geht gar nicht. Man kann, Öl- und Gaskontrakte sind also auf lange Jahre ausgelegt und die Lieferanten können gar nicht mehr liefern. Die Kapazitäten sind gar nicht da. Wir hatten das ja mal in einem Video vor einigen Wochen schon erläutert. Wir haben ja auch noch nicht mal, also wenn wir das teure Öl aus Katar nehmen oder aus das Gas aus USA, wir haben gar nicht die Tanker, wir haben nicht die Anlagestellen, wir haben gar nichts. Und in dieser Situation der Schwäche zu sagen, wir stellen jetzt alles ab, also dümmer kann doch wirklich gar nichts sein, ja. Und namhafte Industriebetriebe beziehungsweise Industrielenker warnen davor. Jetzt geht der Streit los. Wo stellen wir das Gas als erstes ab? Der E.ON-Chef
hat gesagt, ja, wir sollten es als erstes bei den Privathaushalten abstellen. Ist ja auch logisch. Ich meine, wir können ja mal ein bisschen in der Kälte rumzittern, bevor eine ganze Industrieanlage kaputt geht, wo man dann also 5 oder 10 Jahre braucht, um die wieder aufzubauen. Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Also jedenfalls ist ein großer Streit darüber entbrannt, wo man das Gas als erstes abstellt. Und ich meine, okay, wenn man es bei den Privaten abstellen würde, hätte man etwas eingespart. Aber das würde der Industrie am Ende auch nicht helfen. Denn ich glaube, über 75% des Gasbedarfs, das wir importieren und das meiste eben davon aus Russland, das geht in die Industrie. Und das betrifft übrigens auch Öl und Steinkohle und so weiter. Also wie man so unbedacht handeln kann, ist mir eigentlich ein ganz, ganz großes Rätsel. Es sei denn, die Jungs aus Brüssel oder die Typen in Berlin haben vor, die Wirtschaft zu zerstören, die Industrie zu zerstören. Und ich meine, wenn man mal mit ein paar Synapsen, die vielleicht noch übrig sind, auch in der Politik darüber nachdenkt, was nutzt uns denn, wenn wir uns selber schwächen, wenn bei uns die Industrie zusammenbricht, ja, dann können wir ja anderen auch nicht helfen. Also es hat ja beidseitige Effekte. Nicht nur wir schwächen uns, sondern wir können dann auch nicht mehr zum Beispiel der Ukraine ein paar Milliarden geben, was ja wahrscheinlich irgendwann der Fall sein wird, wenn sie wieder aufgebaut wird. Übrigens habe ich ein sehr schönes Video gefunden, das habe ich euch hier unten mal verlinkt, auf einem Artikel über Gerhard Schröder, als der Nord Stream 1 bauen ließ. Ich glaube, es hat im Jahr 2005 angefangen, zusammen mit dem Kabarettisten Matthias Riechling. Und da mimt Riechling den Schröder, also wirklich herrlich. Wenn ihr mal was zu lachen haben wollt in dieser merkwürdigen Zeit, dann könnt ihr euch diesen Artikel beziehungsweise das Tube mal anschauen. Und nebenher nochmal bemerkt, wir haben natürlich auch einen Telegram-Kanal, MN News offiziell, dort immer aktuell informiert. Aber kommen wir zurück zum Hauptthema. Also all die ganzen Warnungen aus der Industrie verklingen offenbar ungehört, sie verhallen irgendwo. Die Slowakei hat heute, glaube ich, schon darum gebeten, bitte keinen Gasboykott, bitte keinen Energieboykott aus Russland, weil die wissen wohl, was das bedeutet. Und ich meine, je enger die Länder an Russland dran sind, desto mehr sind sie natürlich von deren Energie auch abhängig. Und das hat bisher ja auch immer funktioniert. Es ist ja nicht so, dass der Russe uns irgendwann mal das Gas abgedreht hat. Selbst im kältesten Krieg hat er zuverlässig Kohle, Öl und Gas geliefert. Und wir wären also wahrscheinlich sehr, sehr schlecht beraten, wenn wir von heute auf morgen diese Lieferungen abstellen. Wie gesagt, sind rund 50% allein in Deutschland. Ich glaube, in anderen Ländern ist es noch mehr. Dieses ist unersetzbar. Dieses führt zur, wie der BASF-Chef schon sagte, zur irreversiblen Zerstörung der Volkswirtschaft, hat er gesagt. In Deutschland, aber das scheint die Leute an der Regierung offensichtlich wenig zu kümmern. Vielleicht wollen sie es ja sogar. Und wenn man sich die BASF-Aktie anguckt, ja, die wir in unserem MNews Club mal besprochen haben, das ist ja wirklich Wahnsinn, wie tief die BASF-Aktie gesunken ist. Sie hat sich mehr als halbiert. Die stand bei über 100 und ist jetzt bei 46 Euro. Auch das ist ein Schaden, der bisher angerichtet wurde durch die Situation, in der wir leben. Denn BASF ist einer der Hauptleidtragenden offenbar, wenn es zu einem Energieboykott kommt. Und das befürchten natürlich einige Börsianer und werfen diesen Blue Chip, diese tolle Aktie, dieses tolle Unternehmen, ich glaube, es ist das größte Chemieunternehmen der Welt. Wusstet ihr das? BASF im Ausverkauf mit einer Dividendenrendite von jetzt 5,5% und einem Kurs von 46 Euro. Also es war jetzt kein Aktientipp, aber man kann nur mit dem Kopf schütteln, wie die Politik die Wirtschaft zerstört. Und das sind natürlich die Grundfesten des Wohlstands hier in Deutschland, die damit uns auch entzogen werden. Ich kann nur hoffen, dass da bald mal Vernunft einkehrt und die Leute umdenken und sagen, okay, wir müssen in diesen sauren Apfel beißen und sollten uns nicht als Tugendprotzer, wir boykottieren russische Energie, darstellen, wenn wir am Ende selbst die Geschädigten sind. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.